Dies ist die Instax 100 von Fujifilm, eine Sofortbildkamera aus dem Jahr 1999. Die Linse, die vorne drauf ist, hat eine 95mm Linse, eine feste Blende von 14. Die Verschlusszeiten regeln sich automatisch. Hier vorne ist der kleine Lichtsensor zwischen einer 64stel und einer 200stel. Der Film, der in die Kamera rein muss, ist der Instax Wide. Es gibt zwei verschiedene Filme, den Mini, der passt hier nicht rein, und den Wide, der ist hierfür gedacht. Die Fotos kommen hier oben raus. Wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr das mal machen, indem wir hier vorne auf den Auslöseknopf drücken. Wir drehen die Kamera um und sehen auf der Rückseite hier den Filmzähler, das heißt, zwei Bilder sind noch auf der Kamera. Hier seht ihr die Einstellung, wie die Fokussierung eingestellt ist. Momentan von 0,9 bis 3 Meter. Wenn man einmal auf den Fokussierungsknopf drückt in der Mitte, von 3 Meter bis unendlich. Hier ist der An-Ausschalter, hier der Blitz-An-Ausschalter. Hier gibt es einen Schieberegler. Wenn das Bild zu hell geworden ist, kann man einmal auf Darken schalten, beziehungsweise wenn es zu dunkel geworden ist, einmal nach links auf Lighten oder die neutrale Stellung in der Mitte. Hier hinten ist der kleine Nippel, mit dem man den Deckel aufklappt. Da kommt die Filmkassette rein. Hier seht ihr den Sucher. Die Kamera selber nimmt 4 AA-Batterien. Und wiegt 650 Gramm, das gute Stück. Das Bild kommt langsam in Fokus. Es dauert nicht so lange wie bei den neu nachgebauten Filmen vom Impossible Project, was man für Polaroid-Kameras braucht. Die Fuji-Filme gehen relativ schnell und haben eine sehr gute Farbwiedergabe und hohe Kontraste. Das war die Fujifilm Instant-Kamera Instax 100.